Recht herzlich willkommen zur 228. Folge von Towns. Ja, mal letztes Mal durchgeguckt, da war ja so ein bisschen schlechter die Erntehälfte oder so, ne? Die waren zu wenig, wir müssen gucken, aber das steigt 47 gerade. Also die nächsten kommen, die müssen wir zur Erntehelfer schicken, damit Getreide geerntet werden kann und damit die hier dann weiter backen können. Ja, unten ist natürlich schwierig dann, wenn die da jetzt hinlaufen. Wir könnten das aber stoppen, indem wir den ja... Warte mal, wir sind auf Ebene 17. 17. Wir können den ja sagen, ihr geht nicht so tief, sondern nur auf 16. Sagen wir 15. Dann passiert da erstmal nichts. Bis wir uns hier ein bisschen regeneriert haben. Haben wir jetzt hier 44 eben gehabt, oder? Ah, 49, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob dem so ist oder nicht. Hier läuft ein Held lang. Da oben kommt noch jemand. Das muss aber eigentlich dann jetzt auch ein Held sein. Oder er hat es noch nicht kapiert, dass er nicht darunter darf. Okay, er hat da nochmal geguckt. Hier könnte man noch in diese Ecke laufen. Gucken, ob es da noch einen Durchbruch gibt. Ein Händler ist da. Ne, der ist immer noch da, ne? Der braucht noch Steine. Okay. Aber kann es sein, dass das Spiel in Pause ist, weil hier ein Angriff ist oder so. Genau. Und, ja, da sind ein paar. Aber das können wir weiterlaufen, die werden das schon managen. Obwohl, da sind jetzt so ein paar Viecher bei. Was ist da für einer? Warte mal. Der hier? Ein Direwolf Alpha. Werden die jetzt schwieriger, wenn wir da unten auch vordringen? Kann das sein? Oder, na, ist nur einer. Werden wir schon hinkriegen, ne? Okay. Die sind jetzt aber außerhalb gewesen, naja. Okay. Irgendwo werden sie langlaufen, wahrscheinlich dann hier unten, weil wir haben ja dieses Tor, glaube ich, nur, ne? Da schläft eine Wache. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Wir werden es erleben, was da passiert. Ah, da sind nur 6 Soldaten. Vielleicht sind die auch nicht mehr da in dem Wachhaus. Das könnte natürlich auch sein. Gut, nochmal auf die 17 runter. Nochmal reingeguckt. 17 oder 16? 15, das wäre dann okay. Bis zur Treppe dürfen sie sozusagen. So, er läuft hier auch irgendwo lang. Ah, da ist die Treppe, alles klar. Der andere vorhin hat noch was entdeckt hier, oder wie sehe ich das? Nee, nee, das war woanders, wo der eben war. Keine Ahnung, wo der war. Der hat doch noch was aufgedeckt, oder? War das hier vielleicht? Nee. Ah, das war hier aber. Da war er. Der stand in der Ecke und dann hat er das noch gesehen und das aufgedeckt. Alles klar. Ja, genau. Und da ist so ein Iron Golem drin. Und da ist noch ein anderes Vieh. Wolfie. Bear Tiger. Wolfie the Queen of the Werewolves. Und hier haben sich einige schon leider verewigt. Da ist auch schon der erste Geist. Das ist nicht gut gelaufen, ne? Und wir haben schon wieder da oben einen verloren. Das ist auch schlecht. Oh, jetzt gibt es keinen Bergmann mehr. Okay. Wie sieht's mit Happiness aus? Die ist jetzt stark runtergegangen. Hier sind zwei Helden am Laufen. Frosch im Hals. Da kommt ein neuer Held. Hier sind ganz viele Teile natürlich, ne, die wahrscheinlich sehr positiv wären zum Kämpfen. Und er läuft wohin? Dahin und hat da... Wie? Der ist jetzt mit einem Schlag tot gewesen oder ist er noch da abgehauen? Kann auch sein. Ja, weiß ich jetzt nicht. Schwierig zu beurteilen.
Läuft hier noch was oder steht hier alles? Ne, läuft noch. Da ist wieder ein Held. Noch zwei. Wo läuft der hin? Hier runter. In die Ecke, okay. Und geht wieder weg. Sehr interessant. Hier war die Treppe hoch, glaube ich, ne? Ja. Okay, da kommen wir aber schon in den nächsten. Dann gucken wir mal, was die machen. Die gehen weiter hier runter. Okay, hier ist einer, den könnt ihr mal gerade angreifen oder nicht? Die gehen hier hin. Entdecken da was neu und gehen wieder weg. Auch sehr interessant. Ja, die Wege darunter sind wohl schon relativ lang, würde ich sagen, ne? Also wenn die Hunger haben zum Beispiel und essen wollen und das passiert alles unterwegs, dann geht's ganz zack runter und wieder hoch und wir haben gerade ein Feld entdeckt oder sowas. Der geht weiter hoch, okay. Die gehen da weiter hoch. Noch weiter hoch. Und dann sind sie draußen. Das sind die sechs Helden, die wir noch haben, ne? Was ist mit dem Dingens? Kriegt noch 32 Steine. Wo ist denn der Händler? Ah, da, okay. Ah, okay, der hat da was hingebracht, kann das sein? Na, dann ist es ja jetzt nur noch 30, genau. Okay, das passiert, das läuft. Er angelt schön, alles passend. Wie sieht's mit Essen aus? Ne, da nicht, da. Drei Brote, Birnen und Äpfel sind genug da. Gut. Schweinchen haben wir nicht, ne? Das ist schlecht. Man müsste mal gucken, dass man da irgendwie beim Händler welche kriegt oder so. Die haben ja meistens nur Piepvögel, glaube ich, im Stall, im Käfig, ne, oder? Obwohl ich meine, da wäre auch schon mal ein Schaf im Stall gewesen. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Gut. Hier läuft soweit. Ja, hier oben sind wir ja auch noch irgendwie mit Mauern beschäftigt gewesen, ne? Aber eigentlich brauchen wir da erstmal nichts machen, weil wir haben sechs Helden und hier sind im Erdgeschoss noch ein Zimmer frei dann, ne? Also diese ganze Etage können auch noch Helden kommen. Läuft, ne? Gut, er angelt schön. Sind alle glücklich und zufrieden. Was macht die Happiness? 51, das ist schon wieder ein guter Wert. 37 eben jetzt auf 51. Ja, können wir noch ein paar Laternen umstellen zum Beispiel, ne? Ich glaube, hier passt es jetzt aber. Haben wir da nicht gesagt, die sollen hier rein oder so? Da ist gerade ein Jingle losgegangen. Ah, ein Held ist gekommen, okay. Meine Stockpile, da kommen ja die roten Kugeln rein. Spider-Red. Das ist hier. Und Enable All, ne, das wollen wir nicht. Die Prio würde ich gerne hochsetzen, aber das ist dann etwas schwierig, weil wir wahrscheinlich kaum Träger haben, ne, oder? Okay, das sind vier. Die sind aber woanders mit beschäftigt. Ja, weiß ich nicht, wie man jetzt die Prio. Ne, ich glaube, wir können da. Ach so, die Prio könnte man hier ändern, ne? Meine Anleger. Trading. Okay, das haben wir schon lange nicht mehr geändert, ne? Das ist es hier, glaube
füttern ist als letztes dran. Ne? Meinen Dick. Ja, eigentlich ist das ziemlich egal, wenn man da so Gruppen hat, die was machen, ne? Wir können das ja mal gerade nochmal checken, indem wir das hier nach ganz oben setzen und gucken, ob das dann jetzt priorisiert wird. Wenn einer nichts zu tun hat, oder wie war das? Wenn die Kugel weg wäre, wäre ja gut, dann können wir eine Kerze setzen, ne? Das ist hier die Frage. Diese Kerze sitzt ja falsch, ne? Nochmal Unlock. Und machen wir eine neue auf. Also das ist jetzt hier richtig, ne? Ja, das ist alles passend. Hier fehlt irgendwo auch noch einer. 1, 2, 3, 4, da wo der Apfel natürlich liegt, machen wir gerade dann nicht. Hier ist 3, 3, 4. 3, 3, 4 ist auch da. Die kann dann unlocked werden und die auch unlocked. Und dann können die umstellen, ne? Ja, kriegen wir hin. Ah, jetzt ist der Apfel weg. Jetzt können wir dann nochmal hier gucken. Das war 3er, 1, achso, wir müssen das wieder auswählen. Ist klar, ne? Da musst du hin, ne, oder? Ja, sieht so aus. Gut, die sind jetzt am Tragen, aber nicht die Dinge, die ich tragen wollte, ne? So, das passt alles soweit. Hier ist irgendwas anders. 1, 2, 3. 1, 2, 3 passt. 1, 2, 3 passt auch. Ach so, dass es wegen der Hausecke geht, das da nicht hin, oder leuchtet das da nicht hin, ne? Aber... ja, wer versteht's, ne? Weil diese Kerze müsste das ja erleuchten, oder? Ah, ne, 1, 2, 3 passt schon, okay. Ja, dann ist das schon okay, so denke ich mal. Ah, der Händler fährt. Der hat genug gehabt. Da muss noch eine Kerze hin. Und hier. Muss auch noch eine hin und die steht die stehen hier falsch oder was? Ja, sieht so aus, ne? Ich glaube, die ist auch falsch, genauso wie die auch falsch ist. Ja, die kommt da hin. Und die kommt da hin. Dann kommt's wohl hin. Die bringen gerade was durch die Gegend, ne? Ich weiß zwar jetzt nicht was, aber irgendwas wird da transportiert, oder sehe ich das falsch? Ich weiß aber nicht was. Und wohin weiß ich auch nicht. Die hat ja jetzt einen Stein da hingelegt, oder was? Und da auch. Hä? Was ist da los? Das ist krank, oder? Da Steine hinzubringen. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Hier liegen auch Steine rum, ne? Hier sind sogar welche drin, ne? Und das ist ja immer positiv. Wie sieht es denn mit Essen in der Zwischenzeit dann aus? Okay, da haben wir noch was. Brot. Sechse.
Das geht. Oh, schon ein Held wieder gestorben. Hier geht's aber hoch mit 68. Das ist gut. Eins, zwei, drei Kerze. Na, dann machen wir hier Chop Tree. Da kann nicht abgebaut werden, oder wie sehe ich das? Muss man da so ein Dingens machen? So ein Scaffold. Schauen wir mal, ne? Ja, hier fehlt irgendwie was. Irgendwo hat man mal so einen Steg gebaut, ne? Ob der was gebracht hat? Oder wollten wir den bauen? Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ich sehe ihn auch nicht. Naja, irgendwie werden wir es hinkriegen, ne? Und wenn nicht in dieser Folge, dann halt in der nächsten. Und da ihr schon ein Abo habt, dann ist das super. Falls nicht, dann könnt ihr das mal machen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen hoch geben. Macht's Glöckchen an, dann kriegt ihr immer das nächste Video präsentiert, was ich hochlade. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.